Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem Ranked an diesem Montag und wir starten als Investigator. Wollen wir mal gucken, ob wir die Bösewichte finden oder nicht und vor allen Dingen, ob man uns glauben wird oder nicht. Das sind ja so Fragen, die sich bei Town of Salem durchaus stellen lassen. Die Frage ist auch immer, was für eine Town hat man, was für Member, wie viele Leaven, wie viele Game Throne und so weiter und so fort. Zunächst einmal natürlich den letzten Willen schreiben. Im besten Fall mit dem richtigen Namen, das kommt immer besser. Investigator. Nah dran am Alligator, aber nicht zu verwechseln. Und natürlich auch das alles Noobs. Außer Mutti. Coffee wird wahrscheinlich Veteran baiten. Deswegen dieses Ich sterbe niemals Nacht 1. Gehen wir mal auf Noodles. Ich habe Lust auf Noodles zu gehen. Und mal gucken, was wir da rauskriegen. Natürlich die erste Frage auch, was ist das Neutral Killing? Das heißt, haben wir gleich einen Serial Killer? Oder müssen wir auf Werwolf von Arsenis aufpassen? Aber zunächst einmal müssen wir Nacht 1 überstehen. Ist uns gelungen und wir haben Spy, Blackmailer oder Jailer. Das heißt, wir werden ihn schon mal nicht anwispern. Weil das gefährlich ist, wenn er wirklich ein Blackmailer ist. Groovy Q ist tot. Schnappt euch die Mafia. Oh, und es gibt einen Janitor. Das ist unschön. Das heißt, eigentlich müsste ich meine Informationen immer direkt raushauen. Für den Fall, dass es eben ein Ding gibt. I was switched. I am Jailer. Okay, und ein Mayor, because there is a janitor, I'm going to reveal my results daily. Da jemand einen Jailer geclaimed hat, müssen wir das jetzt raushauen. Also müssen wir ganz kurz gucken, wir haben Spam als Jailer. Gemini als Mayor. Und wir haben Neutral Evil als Witch. So. Das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Wir müssen jetzt immer wieder alles raushauen. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Aber wir kommen nicht drum herum. Wegen dem Janitor Game. Astolfo. Vigilante ist natürlich unschön. So, wir haben Downtown Support. So, he might be Blackmailer. Ich wollte ihn schon checken. Brauchen wir das nicht machen. Das ist natürlich auch schlau, dann zu wispern, gell? Ist natürlich sehr interessant zu wispern, wenn es da wirklich einen Blackmailer geben könnte. Warblock One wäre natürlich sinnvoll, ja. Also den dann Warblocken, wenn es denn eine Escort gibt. Sheriff, unwahrscheinlich, mit wahrscheinlich ein Spy mit mir als Investigator und mit einem Lookout-Claim. Kann sein, aber eben unwahrscheinlich. Gemini hat als einziger gegiltet. Der Mayor hat als einziger gegiltet. Das ist interessant. Coffee, ist that accurate? Er wird natürlich sagen, nein. Ist gefährlich. Also es gibt, it's fake. Der Jailer ist der einzige, der gegiltet hat. No one votet gegen den Mayor, gegen den Jailer, das ist auch interessant. Es macht halt keinen Sinn, was No one macht. Wir werden No one checken. Macht erstmal mehr Sinn.
Ja, warte. Ich habe nur mitgewortet, weil eben die meisten mitgewortet haben. Also ich denke, dass No One böse ist. Zehn und 14 sind 100%ig böse, sagt Spam, der Jailer. Ich glaube, dass er jetzt eigentlich eher No One mitnimmt, weil No One sehr fragwürdig ist. Wir gehen auf Chum the Ruby. Ich hätte erst No One gesagt, aber. Nee, wir gehen auf No One. Wir bleiben bei No One, weil der ist für mich verdächtig. Und das nehmen wir raus. Falls jemand nicht drauf aufpasst, dass eben Spam Jailer geclaimt hat, will ich das nicht den Bösewichten noch präsentieren. Auch nicht, dass der andere Typ den geclaimt hat. No one Bodyguard claim. Bodyguard, Godfather. Also. Spam ist tot. Im besten Fall war Uranus jetzt übrigens Mafia. Ist nämlich dann durch den Werwolf gestorben. Ja, damit ist der Mafioso down. Das ist in Ordnung. Damit haben wir auf jeden Fall die Hexe kein Problem mehr, was das angeht. Noodles sagt, dass Uranus besucht wurde von der Mafia. Er kann kein Aso sein, fällt raus. Fällt auf jeden Fall raus, wegen dem Result von eben. Noodles ist fragwürdig. Finde ich auch. Weil Uranus kann nur von einer Hexe besucht worden sein oder durch Hexe. Ruby was Escort. Zwei Random Towns sind raus, okay. Random Town Medium. Random Town 2 Escort. Und wir haben einige Town Investigative Claims. Vieh ist Bodyguard. Dann haben wir ein Problem. Wir haben Counterclaim von Coffee. Es ist halt fragwürdig. Der Spy ist fragwürdig. Ja, da gebe ich ihm recht. Mit dem Lookout-Claim, der müsste halt eigentlich auf dem Mayor stehen. Und das abchecken. Ich glaube, dass Lope durchaus verdächtig zu sein scheint. Die sind sich unsicher.
Charmes Mafia. Dann kriegen wir von ihm noch eine Rolle. Ich kann leider mit dem Ding nicht reden, mit dem Mayor nicht reden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Veteran-Claim. Kann sein. TK hat sich ja als Uranus, als Mafia herausgestellt. Es gab auch keinen Counterclaim bei dem Vigilanti, was aber nichts bedeutet, weil es eine Hexe gibt. Und da macht Counterclaim halt relativ wenig Sinn. Ja eben, Witch Wars Mafioso. Inno. Also ich glaube, dass No One in echt Bodyguard... Unwahrscheinlich. Wir müssten ja wissen, was mit dem Lookout ist. Es wird richtig interessant. Das Wispern von Astolfo und Lopez hat spannend. Jetzt werde ich wahrscheinlich draufgehen. Weil der Bodyguard hat ja gesagt, dass er auf dem Ding ist. Wir hatten aber noch einen Lookout-Claim. Wer war nochmal der Lookout-Claim? War das nicht, nee, nicht Noodles? Das war der... Astolfo. Das hält mir noch fest, dass er Lookout zu mir geclaimt hat. Oh, cool. Wir müssen erstmal Lope loswerden. Der kann uns so viel kaputt machen. Also ich würde erstmal die Witch loswerden wollen, weil sie kann TPs auseinanderreißen und alles Mögliche. Und er kann nur Witch sein. Die Rich. There are your evil guys. So, Noodles ist auf jeden Fall dann Godfather, ist der Blackmailer. No One ist der Godfather. Dann können wir Chum noch checken. Oder Astolfo. Problem ist halt jetzt mit Werwolf ist unschön. Ich könnte auch den Astolfo-Ding untersuchen. Ich hoffe, dass der Doktor auf mir bleibt, weil er kann sonst eigentlich nichts machen. Was? Noodles isn't Blackmailer.
Because Chum is Disguiser. Came up as Witch, Survivor, Vampire Hunter. Last night. Das heißt, dass Noodles wirklich Spy ist. Also ich habe einen Denkfehler drin. Aber ich dürfte keinen drin haben. Und das kann ja nicht sein. Wie sie nicht auf mich hören. Wie sie nicht auf mich hören. Keiner hat gekämpft, dass er transportiert worden ist. Also kann das schon mal nicht dazwischen gefunkt haben. Es macht alles keinen Sinn. I claimed Invest Day 2 and posted results daily and I found which I'm proven. Es ist übrigens dumm jetzt, ihn zu killen. Ah, die Elf ist Werwolf, okay. Es macht halt keinen Sinn. Er könnte natürlich auch ein Lügner sein. Witch, Survivor, Vampire Hunter. Er macht halt keinen Sinn. Außer jemand ist transportiert worden und sagt es nicht, was aber dann sehr nachteilig für mich wäre. Das heißt, wir haben No One als... Wir haben Disguiser, Janitor, Godfather. Wir haben die Votes. Zwei ist Janitor. Chum ist Witch. 15 ist Godfather. Das hat mich durcheinander gebracht, dass er natürlich jetzt der Disguiser war. Wer wurde angeblich geheilt? No one.
Jetzt wird's nochmal lustig. Fifteen are the last evil guys. Ich hab gesagt, dass 15 Godfather ist. Und ich hab gesagt, dass der Spy sein muss, dass er kein Blackmailer sein kann. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt durch. Das Ding ist auf jeden Fall gelaufen. Wir brauchen auch nicht mehr zu besuchen, weil wir alle Rollen kennen. Night 6, nobody. Because every role is known. Da hat er mich erwischt. Ich dachte, er wäre der Disguiser, der ihn besucht hat. Aber er wird hier nichts. Er wird wahrscheinlich alerten. Und selbst wenn der Mega drauf geht, ist der Vorteil, dass wir immer noch die Wards haben durch Zero FCKs und den Town Sheriff gegen 2. Oh, nice. Nochmal Schwein gehabt. Nur mal Schwein gehabt da. Ich kann dir gerne mal meinen letzten Willen posten. Du bist eh schon confirmed böse, mein Freund. Und ich hatte immer recht. Mal Schwein gehabt. Und ich weiß, dass er wirklich TK sein musste. Glad you didn't alert last night because Rich sent me to you. Auf jeden Fall haben wir die genug Votes. Es sei denn, der Town Sheriff ist jetzt dumm. Wehe, Town Sheriff. Sei nicht dumm. Na also. Das war eine Geburt, ja. Das wird nun mal richtig knapp. Der Disguiser hat es ganz schön eng gemacht. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das hier ein Disguiser sein könnte. Ich habe andersrum gedacht. Gern geschehen, Town. Aber der hat auch keinen Invest-Willen, Lookout-Willen irgendwie. Der hat nie was gesagt. Der ist Teufel. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal dabei. Bis dann noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.